So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. In der Quarantäne, ne? Muss man dazu sagen. Adi ist auch schon am Start. Guckt euch den an. Der hat sich nämlich auf sein Paket draufgesetzt. Das ist nämlich dieses Mal, glaube ich, ein Paket nur für Adi. Nur für Adi. Das sind nämlich so Katzenpfötchen drauf. Und ich glaube, weil ich gesagt habe, wir sind in Quarantäne. Und der Adi ist auch in Quarantäne, ne? Und hat kein Katzenfutter mehr. Dass dieses Paket geschickt wurde, um den Adi vor dem drohenden Ernährungstod. Adi, was ist der Ernährungstod? Genau, wenn man sich vom Tod ernährt. Der Adi ist nämlich so eine blutrünstige Bestie. Das hat aber, glaube ich, Pupsi geschickt. Die fragt auch schon den ganzen Tag, ob ich Post bekommen habe. Jetzt wollen wir das mal aufmachen und wollen mal gucken, was hat Pupsi da geschickt? Die darf ja auch nicht vorbeikommen. 2 Wochen ohne Pupsi, 2 Wochen sturmfrei. Ja. Und jetzt mal gucken, was Pupsi bestellt hat, damit der Adi nicht vom Fleisch fällt, dass der Adi was zu naschen hat. Gucken jetzt hier rein und haben... Hui! Guck mal, Adi! Ein ganzes Paket voller Süßigkeiten. Trockenfutter, kann ich gleich vorweg sagen. Trockenfutter hätte ich gar nicht gebraucht. Der isst so wenig Trockenfutter. Der hat jetzt immer noch von vor 3 Jahren seinen Trockenfutterbeutel da, weil der einfach nie leer wird. Außerdem in den letzten Paketen von den Fans haben ja so viele Leute auch Beutel mit Trockenfutter geschickt, die ich noch nicht mal aufmachen kann, nicht mal antesten kann, weil der halt so wenig Trockenfutter isst. Jetzt habt ihr trotzdem hier einmal ein fettes Paket. Multifit. Guckt ihr das an. Ja, das schmeckt genau. Multifit Thunfisch. Eine fette Packung, genau 1 Kilogramm drin. Stellen wir jetzt mal hier hin. So. Ja, das machst du eh wieder kaputt. Wir stellen es mal einfach hier runter. So. Dann haben wir hier ein Paket. Multifit Indoor mit Huhn. War das andere jetzt Outdoor? Ich weiß es nicht. Dem anderen? Ah ne, Adult, genau. Adult mit Thunfisch. Dann haben wir Indoor mit Huhn, damit die Hühnchen drin gehalten werden und nicht draußen. Ja, Adi. Dann hast du hier nochmal Indoor mit Huhn. Das ist aber alles trocken. Der ist doch gar nicht so viel trocken. Muss hier Milch drüber machen, dann ist das bestimmt wieder. Da können wir es jetzt auch hier oben rein tun, wenn du eh nicht in deinem Bottich bist, dann ist es ja egal. Dann haben wir hier, was haben wir noch? So, das kommt weg. Alter, Würstchen, ich sehe Würstchen überall. Wir haben eine Multifit Soße Adult Chicken Mix. Also das sind so Beutelchen. Beutel mit Soße ist ja ganz genial. Adi isst eigentlich lieber Soße als diese in Gelee, weil in Gelee ist das wie so ein Tabaklachs. Das hängt alles komplett zusammen. Das saut rum beim Essen, das fliegt überall durch die Gegend. Das sieht jedes Mal aus wie auf dem Schlachtfeld. Das in Soße kennt er die Sorte zwar nicht, also die Firma, aber mal gucken, das ist da bestimmt auch, der isst ja sowieso alles. 3-mal pro 24 Stunden wird gefüttert. 2 bis 3 Kilo, 150 bis 190 Gramm. 4 bis 5 Kilo bis 270 Gramm und 6 bis 7 Kilo 350 Gramm. Ich weiß nicht, wie schwer der ist. Das sind 100 Gramm Beutel. Das heißt, würde das heißen, ein 100 Gramm Beutel, du sollst 150 bis 190 Gramm und das 3-mal täglich. Das wären ja schon fast 2 Beutel, 3-mal täglich, das wären ja 6 Beutel. Und das ist beim geringsten. Der kriegt bei mir einmal frühs und einmal abends einen Beutel und das sind nur 100 Gramm. Heißt das, Adi ist unterernährt und trotzdem so fett? Ich weiß es nicht. Adi, kriegst du jetzt mehr? Kriegst du jetzt immer 2 Beutel auf einmal und dann das Ganze 3-mal am Tag? Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Multifit Mini Tasty Souls. 2-mal Kalb, 2-mal Hühnchen, 2-mal Ente und die Katze, die schlägt sich auch den Maul, das Maul. Wie kriege ich denn jetzt raus, wie viel der Adi wiegt, damit ich weiß, wie viel der frisst oder fressen soll? Dann Multifit Mini Fisch,
Zweimal Forelle, zweimal Lachs, zweimal Krabben, ja. Aber die werden bestimmt gleich was, was du so essen kannst. Hier ist noch ein Teil Katzahn, Hygienestreu, Hygiene Plus. Sehe jetzt schon wieder, dass das das schlimmste Katzenstreu ist, was man überhaupt kaufen kann. Gab es da kein besseres? Ich will mich nicht beschweren, aber das ist... Ich verstehe es immer noch nicht. Das ist ja dieses Weiße. Das ist das Weiße, was so fette Steinchen hat, die ich dann in seinen Body hier reinwerf. Er hingeht, er pisst da drauf und die Pisse läuft einfach an den Steinen vorbei und sammelt sich auf dem Boden, sodass ihr auf dem Boden eine riesen Pfütze habt und die Steine einfach in der Pisse schwimmen. Und wenn du hingehst und du das mit der Schaufel raus, du hast alle Steine da, die lose rumfliegen und die Pisse klebt halt im ganzen Bottich. Ich verstehe das nicht. Alle anderen Katzenstreus, die ich habe, das ist so fein pulverig. Der geht da durch, der pisst da rein und da, wo der pisst, entsteht ein Klumpen. Du nimmst den Klumpen raus und fertig. Am besten nicht mit der bloßen Hand. Ne? Könnte die Haut ein bisschen reizen, aber... Ich habe ein Ding da draußen stehen auch, das ist zwar kein Katzahn gewesen, aber das sind auch solche weißen großen Steine. Die binden nicht, die überdecken nicht den Geruch. Da riecht alles wie, als hätte sich jemand eingeschissen und das war's. Das andere Zeug, das hat Geruch, das ist binden, das macht Klümpchen, das riecht immer irgendwie so ein bisschen nach Chemie. Aber irgendwie frisch, wie Spülmittel, das ist wunderbar. Und da legt er sich rein, wie als würde er eine Sandburg bauen wollen. Das ist optimal. Sowas habe ich noch nie verstanden, wie wer sowas kauft oder für was das sein soll. Siehst du, deine Kackwurst ist um die andere Kackwurst, das ist wie wenn du einen Schnitzel panieren willst, die legst du da rein und dann heftet sich alles da drum. Bei dem mit dem weißen Steinchen wirfst du das da rein. Und kannst das so, wie du es reingeworfen hast, auch wieder rausnehmen, weil da bleibt halt nichts dran, weil das sind ja halt Steine, so. Verstehe ich nicht. Dann haben wir hier einmal Sheba Perfect Portions. Frische Pack, zarter Truthahn, Dinde, köstliche Soße, 6-mal. Sheba, zarte Portion. Tja, die spielt lieber mit dem Handtuch da hinten und dillert an dem Handtuch rum. Das findet er wahrscheinlich lustiger. Dann... haben wir hier noch einmal Multifit Snacks, Würstchen mit Thunfisch und Huhn. Die haben wir einmal drin und wir haben die zweimal drin. Thunfisch und Huhn, Würstchen, Snacks. Sieht aus wie Ferdifuchs für Katzen. Da können wir da bestimmt gleich noch was geben. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Fressnapf, 10-fach Punkte. Einmal hier, einmal da. Einmal noch was anderes, das ist das. HelloFresh, einfach besser essen. HelloFresh, 55 Euro Gutschein. Okay. Da kann ich jetzt auf jeden Fall die HelloFresh-Auswahl. Ist das das, weil Pupsi gesagt hat, für mich ist auch noch was drin? Oder ist das nur Werbung, die sowieso immer da drum hängen? Einmal für mich, einmal für Mama. Jetzt kann man bei HelloFresh heftige große Speisen bestellen und selber zubereiten. Zahlt sie 1000 Euro, sparst 55. Gutes Angebot. Da ist noch ein Beutel Würstchen. Das heißt, wir haben drei Beutel Würstchen hier drin, die wir jetzt versuchen, alle hier unterzuschieben. Dann haben wir hier ein Fressnapf Maxi Zoo. Ein Band. Ja? Ein Band? Ein Armband? Gemeinsam für Tiere. Wieso sind da jetzt zwei drin? Das ist eins für den Adi und eins für mich. Das ist eins für Pupsi, eins für mich. Hier ist auf jeden Fall so eine Hundepfote drauf. Und hier ist ein Herz drauf. Das kriegt der Adi um den Hals und das krieg ich um den Hals. Und dann gehen wir im Partnerlook. Das finde ich auch richtig genial. Wenn ihr euch das jetzt anguckt, der Adi hat die Würstchen schon gewittert. Ne? Er versucht jetzt schon die Würstchen zu klauen. Adi, du musst es auch aufmachen, ja? Soll ich dir mal eins aufmachen? Wollen wir dir mal ein Würstchen füttern? Komm, wir gucken uns das mal an. Wenn wir die Packung hier oben aufmachen, können wir nämlich hier rein, können da so ein Würstchen rausnehmen. Das Gute ist, seitdem ich in Quarantäne bin, habe ich saubere Fingernägel. Stellt euch das mal vor. Seitdem ich nicht mehr draußen bin, werden die irgendwie nicht mehr dreckig. So, wie mache ich das jetzt auf? Ich weiß nicht, wie ich das aufmache, aber... Der ist schon wieder gierig. Da, der schnauft auch rum. Adi, nein.
Adi, sei lieb. Adi. Ich weiß nicht, wie ich das aufmache. Ich glaube, ich nehme einfach die Schere und schneide an der Seite ein Stück ab. Vielleicht ist das... Adi, nein, du wirfst alles runter. Adi, nicht ans Handtuch. Jetzt bleib doch mal ganz kurz. Bleib doch mal geschmeidig. Bleib ganz kurz sitzen. So. Und jetzt können wir das Würstchen hier vorne rausziehen. Ich komme nicht hinterher, weil der Adi so... Ah, nicht mit der Haut. Nein, nein. Mann! Und sollte es halt mit einer, nicht mit einer Hand machen. Hier, so. Und wie schmeckt das Würstchen? Okay, ich glaube, das war's von beider Seite aus. Ah, ich blute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Guck mal, da liegt auch noch Würstchen rum. Hat er auch nicht gegessen. Adi, Schatz. Adi, Schatz. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Danke an Pupsi. Damit hat der Adi erstmal was zu naschen. Und ich glaube, die Trockenfutterpacks, die reichen noch bis in 5 Jahren. Und so lange braucht mir bitte keiner mehr Trockenfutter schicken. Sonst muss ich dafür Ramses Kitchen das nämlich mal testen mit Milch als Müsli. So.